Ja, noch einmal ein Blick zurück auf diese beiden Highlights. Ein super Dreikampf. Christina Behring gegen Selina Büchel. Eine der schnellsten 800 Meter Läuferinnen des letzten Jahres. Und vor Fabian Kohlmann. Und dann der eingeplante Sieg, aber natürlich nicht eingeplante Meeting-Rekord von Amir Tuka, der richtig gut unterwegs ist in Richtung Europameisterschaft und in Richtung Olympische Spiele. Und da sind wir gespannt, was der Mann aus Bosnien-Herzegowina in diesem Jahr leisten wird. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und Sie können sagen, Sie sind dabei gewesen am Beginn einer Supersaison vom Mann aus Bosnien-Herzegowina. Jetzt unterstützen wir die Männer und die Jungs im dritten Lauf mit der 432. Das ist Janik Voss, Gorma Ringen. 53 der Durchgang über 400 Meter. Wie gesagt, wenn Sie länger schon dabei sind, dann wissen Sie, wir haben den zweitschnellsten Lauf am Anfang, dann den schnellsten Lauf und dann der dritte und vierte Lauf hinterher. Also die Jungs werden natürlich ein bisschen langsamer sein als das, was wir eben gesehen haben. So, immer noch vorne Janik Voss, Gorma Ringen. Nehmt ihr das zu Ende? Er sieht so aus. Das war die Zeit 1:21:54 für ihn.